Fitness mit Marc, Folge 18. Moin moin, hier ist Marc Maslow, dein dranbleiben Fitnesscoach von marathonfitness.de. In der heutigen Folge habe ich einen Gast. Er ist eine Koryphäe für Kettlebell-Training, für Functional-Training, einer der Experten in Deutschland, hat bereits diverse Fachbücher geschrieben, Fachartikel veröffentlicht, DVDs rausgebracht, darunter auch das Standardwerk über Kettlebell-Training. Und vielleicht kennst du ihn auch aus dem Fernsehen oder aus Magazinen, denn dort wird er häufig auch als Experte hinzugezogen. Die Rede ist von Dr. Till Suhkopp. Till und ich kennen uns, und zwar war Till mein Ausbilder zum Kettlebell Trainer und er unterstützt auch bereits seit über 15 Jahren Menschen in der körperlichen Veränderung als Trainer und Coach, betreibt selbst eine Fitnessbox in seiner Heimatstadt in Köln und zeigt möglichst vielen Menschen, wie sie in kürzerer Zeit mehr erreichen. Mehr Fitness, mehr Gesundheit, mehr Lebenslust. Ich denke, du wirst einiges aus dem Interview heute mitnehmen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, in der heutigen Folge habe ich Till Suhkopp zu Gast, Dr. Till Suhkopp. Moin Till. Moin Marc. Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst für uns. Wir beide kennen uns von einer Fortbildung, die du gemacht hast. Da warst du Ausbilder für Kettlebell-Coaches. Ich freue mich, dass wir uns heute persönlich unterhalten können und vielleicht für die Hörer, die dich noch nicht kennen, sag ein bisschen was dazu. Wer bist du und was machst du eigentlich? Ja, ich bin laut Papier Sportwissenschaftler, Diplom-Sportwissenschaftler. Das heißt, ich habe an der Deutschen Sporthochschule in Köln Sportwissenschaften mit dem Schwerpunkt Prävention und Rehabilitation studiert. Dann habe ich noch im Bereich Sportmedizin promoviert. Und dann habe ich die ersten Jahre im Bereich der innerbetrieblichen Gesundheitsförderung gearbeitet. Das heißt, wir haben Gesundheitsseminare für Firmen, für Unternehmen, für Manager gegeben. Und dann bin ich 5 Jahre lang übergegangen, dass ich in der orthopädischen Rehabilitation gearbeitet habe. Das heißt, ich habe in einem Zentrum für Rehabilitation den Sportbereich, die Sport- oder Trainingstherapie geleitet und aufgebaut. Da hatten wir hauptsächlich Rücken-, Schulter-, aber auch Kniepatienten. Und dann bin ich immer mehr in den Fitnessbereich gegangen und im Moment versuche ich möglichst vielen Leuten zu zeigen, wie ich mit weniger oder wie man mit weniger Zeitaufwand bessere Ergebnisse für die Fitness, für die Gesundheit erreichen kann. Das mache ich, indem ich Artikel, Bücher, DVDs schreibe und rausbringe. Und ich habe eine Trainingshalle in Köln und da bieten wir entsprechend Gruppentrainings an, Seminare, aber auch vereinzelt Personal Trainings, sodass ich on- und offline eigentlich versuche, möglichst viele Menschen zu erreichen. Wie kam das, dass du damals gesagt hast, ich studiere Sport und promoviere auch noch in die Richtung Medizin, Sportmedizin bist du jetzt gegangen. Was begeistert dich daran, an Fitness, an Sport, allem, was damit zusammenhängt? Dass ich Sport studiert habe, das lag daran, dass ich dachte, mich interessiert gar nichts und irgendwas musste ich ja machen. Und dann habe ich festgestellt, das, was ich eigentlich jeden Tag mache, ist Sport und Trainieren. Und so bin ich dann im Berufsinformationszentrum damals auf den Beruf des Diplom-Sportlehrers gekommen und da lag dann die Sporthochschule in Köln nahe. Also es hat mir schon immer Spaß gemacht, selber zu trainieren, aber auch anderen Menschen was beizubringen und dann zu sehen, wie die dann durch das Training besser werden in vielerlei Hinsicht. Also nicht nur körperlich, sondern auch, dass sich die Gesundheit verbessert oder auch das ganze Denken, dass sie fröhlicher, glücklicher werden. Das war der Antrieb für das Sportstudium und im Rahmen des Studiums hat mir das wissenschaftliche Arbeiten Spaß gemacht. Und von der Diplomarbeit zur Doktorarbeit, das ging eigentlich mehr oder weniger nahtlos ineinander über. Da wurde ich auch ganz gut gefördert und deswegen bin ich da noch den Schritt weitergegangen. Außerdem habe ich damals in der Wirtschaft gearbeitet, also viel mit Firmen. Und da ist es immer ganz hilfreich, auch wenn man Vorträge gibt, wenn man noch einen Doktortitel hat. Manchmal ein kleiner Türöffner. Okay. Du bist ja oder giltst als der Experte für Kettlebell, für funktionelles Training in Deutschland. Wie bist du in die Richtung gekommen? Es gibt ja jetzt verschiedene Richtungen, wo man im Fitness gehen kann. Ich persönlich bin ja eher so Richtung Oldschool.
Also sprich mit Langhanteln, Kurzhanteln, auch eher funktionell. Was fasziniert dich jetzt gerade an dem Thema Kettlebell und auch Bodyweight Training? Ja, ursprünglich komme ich aus dem Laufen. Eigentlich war ich 10-Kilometer-Läufer. Und das hat sich dann im Rahmen des Studiums alles etwas geändert. Das heißt, ich bin noch lange gelaufen. Eigentlich fing alles an mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Das heißt, ich habe 2005 das Buch, ich glaube, es war Klinsmann, so heißt das Buch, gelesen. Es war über Jürgen Klinsmann, der die Nationalmannschaft neu aufbaut. Und da wurde dann halt der Marc Ter Stegen erwähnt. Und dann habe ich mir angeguckt, was der so macht. Das fand ich ganz großartig. Dann habe ich mir seine ganzen Bücher direkt gekauft. Und dann habe ich festgestellt, dass er in den USA, dass er da nicht der Einzige ist, so wie man hierzulande immer dachte, sondern dass da der Markt komplett anders ist, der Fitnessmarkt, und dass die uns so 5 bis 10 Jahre, also damals waren es bestimmt auch 10 Jahre voraus sind. Und dann hat mich das so fasziniert, dass ich bis in die frühen Morgenstunden vom Internet saß, mir alles gekauft, alles angelesen habe, und so bin ich dann reingekommen. Und zum Thema Kettlebell-Training, das tauchte auch immer wieder auf, da war ich immer sehr kritisch, weil wir ja wissen, dass die Amerikaner gerne etwas übertreiben in ihren Werbeaussagen, aber dann habe ich immer mehr Trainer kennengelernt, beziehungsweise die ich sehr schätze und die das dann auch benutzt haben, die Kettlebell, und darüber dachte ich dann, jetzt probiere ich es aus. Dann habe ich die DVD gekauft, ein Buch, eine Kettlebell, und dann war ich so begeistert, dass ich mich gleich zur ersten von mehreren Trainerausbildungen angemeldet habe. Und das hat mich seitdem nicht mehr losgelassen, weil ich gemerkt habe, dass man in viel kürzerer Zeit den Körper ein Stück trainieren kann, dass die Bewegungsfähigkeit, die Kraft, die Koordination, auch teilweise die Beweglichkeit in sehr kurzer Zeit steigen kann. Das heißt, da habe ich mich viel mehr mit funktionellen Bewegungsmustern auseinandergesetzt und wahnsinnig viel gelernt. Und das hat mich so fasziniert, dass ich da nicht mehr von losgekommen bin. Das heißt, wie man sich in kürzerer Zeit besser bewegen kann, den Körper effizienter nutzen kann, sodass man einfach bessere Ergebnisse mit dem gleichen oder geringerem Zeitaufwand, als man es bisher für möglich hielt, erreichen kann. Wie viel Zeit meinst du, sollte unser Hörer, der jetzt sagt, ich will nackt gut aussehen, ich will möglichst schnell Fortschritte machen, was wäre so ja ein guter Trainingsumfang, den du empfehlen würdest, auch mit so einem sehr effektiven Training pro Woche, wie häufig? Früher hätte ich gesagt 5 bis 6 Stunden. Mittlerweile haben die ich trainiere und trainiert habe, mit 3 Stunden der Woche auch sehr gute Ergebnisse. Also es gibt auch Programme, es kommt ja auch immer darauf an, wie die Ernährung dann ausgerichtet ist. Manche haben mit 3x30 Minuten Hochintensivtraining ganz gute Ergebnisse. Aber wenn man so 3 Einheiten in der Woche hat von 45 bis 60 Minuten, ist man schon ganz gut bedient, wenn man mehr macht. Geht sicherlich noch schneller. Also die meisten, die erfolgreich in dem Bereich arbeiten, die machen eigentlich 3 bis 5 Mal in der Woche entsprechend ein Training von 30 bis 60 Minuten etwa. Was würdest du sagen, du hast eben auch schon Ernährung angesprochen. Wie wichtig ist die Ernährung? Wie wichtig das Training, so in Prozenten? In Prozenten ist immer schwierig, aber ich würde sagen, 70-80% ist die Ernährung und der Rest ist das Training. Also ohne... Wenn man die Ernährung nicht entsprechend einstellt, dann kann man noch so viel trainieren. Das geht vielleicht, wenn man ganz jung ist. So, ich weiß das noch aus Sportstudentenzeiten. Die viele Sportstudenten damals im Grundstudium, die hatten einen Waschbrettbauch, haben sich aber ernährt wie ein Mülleimer. So heißt es jedenfalls im Bodybuilding. Die konnten das noch alles wettmachen, weil man da 4000 Kalorien am Tag etwa verbrennt. Aber das ändert sich dann ganz schnell. Aber die Ernährung ist ganz immens wichtig. Ohne die wird es sehr, sehr schwer. So viel Zeit haben wir nicht, um das alles wieder wegzutrainieren. Ja, das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Ich habe vor einiger Zeit auch dein Klimmzugprogramm mal mir angeguckt. Du hast ja da ein umfangreiches Programm zusammengestellt, wie jemand halt von, weiß nicht, 1, 2, 3 Klimmzügen auf über 10, vielleicht sogar über 20 kommen kann. Mhm. Hast du vielleicht so ein paar Tipps, so ein paar generelle Tipps für jemanden, der vielleicht schon den ersten Klimmzug schafft? Ob jetzt Mann oder Frau, was im Training wichtig ist, um da auf mehr Wiederholung zu kommen? Also die Grundidee des Programms war es, dass wir überhaupt die Menschheit wieder dazu bringen, überhaupt mal einen Klimmzug zu schaffen. Und das haben wir in einem 10-Stufen-Programm gemacht, also sehr, sodass man ganz viele kleine Erfolgserlebnisse verbuchen kann, erzielen kann, heißt es. Und sodass man, also eigentlich bevor man jetzt den 10. Schritt schon hat, da kann man dann schon den ersten Klimmzug. Und wenn man den dann kann, dann kann es eigentlich weitergehen. Dann heißt es üben, üben, üben. Also so
einfaches Konzept, nennt sich Greasing the Groove, GTG wird es auch genannt, GTG. Das heißt, dass man, also wenn es zum Beispiel einen Klimmzug kann, dass man im Tagesverlauf immer wieder einen Klimmzug macht, sodass man auf viele Wiederholungen kommt am Ende des Tages, ohne dass man jetzt großartig schwitzt. Wenn man das regelmäßig macht, man kann auch meinetwegen hochspringen und sich langsam runterlassen, das ist am Anfang ja noch ein bisschen einfacher, dass dann der Körper einfach die Kraft und die Koordination, also das Zusammenspiel der Muskeln untereinander und der Muskelfaser innerhalb eines Muskels, dass sich das alles verbessert, sodass man dann immer mehr Klimmzüge kann. Wer noch keinen Klimmzug kann, der kann sich zum Beispiel vorher unter einem Esstisch setzen oder legen. Das heißt, wenn man den Esstisch längs hinstellt und man sich längs darunter legt, sodass der Kopf am Kopfende rausguckt, dann kann man links und rechts die Tischkante greifen, die Füße aufstellen, sodass sie unter den Knien aufgestellt sind, den ganzen Körper wie ein Brett anheben und dann kann man sich da rudermäßig hochziehen. Also da kann man auch eine gewisse Kraft sich schon aufbauen, wenn man nicht direkt eine Klimmzugstange zu Hause hat. Das ist ein guter Tipp. Also sprich, unterm Strich möglichst viele Wiederholungen über den Tag, ohne, wenn ich es richtig verstehe, ans Muskelversagen zu gehen. Ne? Also ohne wirklich komplett sich tot zu machen, sondern einfach da eine Routine draus zu machen, sodass der Körper sich dran gewöhnt, immer mehr Wiederholungen zu machen. Und wenn es nicht jeden Tag klappt, dann halt so, wie es geht. Aber wenn man immer wieder halt den Klimmzug macht, das ist ja wie bei allem, wenn man es regelmäßig wiederholt, dann wird man besser und dann kommen die Wiederholungen langsam von alleine. Das ist eine von vielen guten Methoden, die man auch ganz gut in den Alltag einbauen kann. Okay. Ich habe im Vorweg auch mal bei mir in der Community gefragt, auf Facebook, auf der Seite marathonfitness.de und gefragt, welche Fragen hast du an Till Suchop? Da passt eine Frage gerade ganz gut rein jetzt, und zwar von Stefanie. Die fragt, Bodyweight-Training versus Training mit schweren Gewichten. Das, was ich propagiere, ist halt schwer trainieren, auch für Frauen, um, ist meine Erfahrung, halt möglichst schnell Fortschritte zu machen. Jetzt, und auch eher der Oldschool-Ansatz, ne? Also klassisches Muskelaufbautraining. Jetzt gibt's natürlich viele, die so aus der Richtung Bodyweight kommen, die halt vielleicht auch, gut, jetzt Freeletics ist im Moment gerade total hip, dann Mark Lauren und so weiter. Also es gibt ja richtig so eine Bodyweight-Welle, die in den letzten Jahren gekommen ist. Die Frage erreicht mich auch immer häufig, was ist jetzt besser? Bodyweight-Training oder Training mit schweren Gewichten? Jetzt fragt Stefanie eben, erziele ich die gleichen Effekte bezüglich Muskelaufbau, wenn ich mit Bodyweight trainiere oder eben mit schweren Gewichten? Wie siehst du das? Wenn es ums Thema Muskelaufbau geht oder darum, nackt gut auszusehen, da muss man immer ein bisschen differenzieren. Wenn die Leute sagen, ich möchte Muskeln aufbauen, dann zeige ich den Fotos von Ronnie Coleman und dann rudern sie schon wieder ein bisschen zurück, weil sie nicht wie ein Profi-Bodybuilder aussehen wollen. Die meisten wollen einfach nur, dass man die Muskeln besser sieht und das macht man über einen geringeren Körperfettanteil. Man kann mit, also anfangen, wenn man jetzt einsteigt in das Training, dann würde ich jedem sowieso empfehlen, erstmal mit dem eigenen Körper zu trainieren. Wer den eigenen Körper nicht sicher bewegen kann und stabilisieren kann bei den ganzen verschiedenen Übungen, die es da gibt, der sollte auf keinen Fall mit Gewichten anfangen zu arbeiten. Also bevor man erstmal sich selber nicht steuern kann, würde ich nicht anfangen, noch ein Gerät oder Gewicht zu steuern. Ansonsten muss man sagen, bis zu einem gewissen Punkt an Muskelaufbau ist es erstmal egal, ob man jetzt die Freihantel nimmt oder das Training mit dem eigenen Körpergewicht. Im Idealfall würde ich beides mischen, denn beides hat Vor- und Nachteile. Das Training mit dem eigenen Körpergewicht kann man überall durchführen. Der Nachteil ist, es ist ein bisschen schwierig, man kann den Schwierigkeitsgrad, den Anspruch in der Regel nicht so stufenlos regeln wie bei Gewichten. Bei Gewichten kann man ja in, ich glaube, 0,25 Kilogramm Schritten oder ein halbes Kilogramm immer mehr drauflegen. Und da kann man ganz fein die Belastung individuell steuern. Und das geht beim Körpergewichtstraining nicht. Da sind die Belastungssprünge bei einigen Übungen zu groß. Da muss man dann mit mehr Volumen trainieren. Aber wir sehen an den Turnern, oder an denen, die viel mit dem eigenen Körpergewicht trainieren, was man da alles erreichen kann, im Sinne von Muskelaufbau. Der Vorteil ist beim Training mit dem eigenen Körpergewicht, dass es da in der Regel sehr wenig Gelenkprobleme gibt, wenn man mit Frei- oder gerade mit Langhanteln viel trainiert. Da haben viele mehr Beschwerden oder berichten von mehr Beschwerden im Gelenkbereich. Deswegen würde ich beides kombinieren. Und das sind eigentlich aus meiner Sicht die Hauptunterschiede. Also ich würde beides mixen. Beim Training mit dem eigenen Körpergewicht fällt es schwer, die Körperrückseite zu trainieren. Da ist es einfach von Vorteil, wenn man eine Langhantel anheben kann. Bei Kniebeugen ist die Steuerung auch
ein bisschen schwierig. Also man kann schon mit eine Kniebeuge machen, dann kann man einen Ausfallschritt Kniebeuge machen, man kann den Fuß hinten hochlegen, dann kann man vielleicht einen Fuß anheben und das nächste wäre dann schon die Pistol, die tiefe einbeinige Kniebeuge. Aber das ist schon sehr anspruchsvoll. Das ist einfacher, wenn man Gewicht in der Hand hat und sich dann feiner steuern kann. Mhm. Also grob besser oder schlechter würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ich würde am besten beides mixen und auf jeden Fall mit dem eigenen Körpergewicht anfangen. Und da kommt man in der Regel sehr lange mit zurecht, bis auf einige Übungen, wie jetzt zum Beispiel im Überkopfbereich, da wird es schwierig. Und beim Anheben für die Körperrückseite von Gewichten, dann würde ich eher Hanteln, also Lang- oder Kurzhanteln nehmen. Okay, was wären so eine Handvoll Übungen, wo du sagst, das sind gehört für mich zu den effektivsten Kraftübungen überhaupt? Wenn du jetzt, sag ich mal, eine Handvoll oder unter 10 rauspicken müsstest, die so Allrounder sind, die sich gut in jedem Trainingsplan machen, die effektiv sind, einmal ja, was halt das Thema nackt gut aussehen angeht, die aber auch funktionell sind und eben gut sind, um ja Prävention, ne, also ausgeglichenes Muskelkorsett zu haben, das dich gesund und fit hält. Ja, das sind eigentlich die klassischen Grundübungen, die schon seit Urzeiten von den starken Menschen, früher waren es eher starke Männer, mittlerweile haben die Frauen ja gut nachgezogen, trainiert werden. Das sind Liegestütze, Klimmzüge, Kniebeugen gehören dazu, aber auch Ausfallschritt-Kniebeugen, Kreuz- oder Lastheben. Schwimme würde ich mit dazu nehmen, Swings, also mit einer Kettlebell. Man kann es auch mit einer Kurzhantel machen, eine Kettlebell geht besser. Umsetzen und über Kopf drücken, also Clean und Press. Ob man jetzt einen Sandsack, eine Kettlebell, Kurz- oder Langhantel in der Hand hat, das ist erstmal egal. Also über Kopf drücken gehört dazu und in Kombination mit Umsetzen ist sehr gut. Dips, also diese Stützstämme am Barren zum Beispiel. Seilklettern ist sensationell gut, Ruderzüge, Krabbeln auf allen Vieren, eine der besten Fitnessübungen überhaupt und Sprints. Nur kann man Sprints heute nur noch den schon sehr Trainierten zumuten, weil die Belastung recht hoch ist und viele Körper darauf noch gar nicht vorbereitet sind. Aber das sind somit die effektivsten Übungen, die mir jetzt spontan einfallen. Wie setzt du das Krabbeln um in deinen Kursen, die du gibst? In jeder Trainingseinheit wird bei uns gekrabbelt und wir machen es entweder im Aufwärmen, dass wir es als Koordinations- und allgemeine Rumpf- und Schulterstabilisationsübung einsetzen. Wir machen es aber auch je nach Krabbelvariante als Krafttraining. Da gibt es einige Methoden, die sind recht kraftbetont. Und auf der anderen Seite setzen wir es teilweise auch als Kraftausdauertraining, so als Stoffwechselfinisher, wie man so schön sagt, am Ende des Trainings ein, dass man dann auf Zeit oder in Intervallen dann krabbelt. Also eine etwas leichtere Variante, die dann aber ein bisschen länger und häufiger. Also es ist ultimativ einzusetzen. Interessant. Sehe ich selten, dass es tatsächlich gemacht wird. Das scheint mir ein kleiner Geheimtipp zu sein. Ist stark im Kommen. Ich schreibe auch gerade ein E-Book drüber. Also es gibt Leute, die damit sehr gut Muskulatur aufbauen, Muskeln abbauen, die sich in allen anderen Übungen, gerade was die Kraft angeht, verbessern. Über Kopf drücken, Kniebeugen, Ruderzug, die Ausdauer verbessern, Schulterprobleme, Rückenschmerzen werden besser oder verschwinden ganz. Die Ausdauer steigt, Krabbeln ist als absolut eine der besten Übungen überhaupt. Interessant. Hast du schon ein Datum, wann das Buch rauskommt? Nee, ich habe noch gar nicht überlegt, wie ich das rausbringe, ob ich es verkaufe oder einfach so anbiete. Das muss ich nochmal sehen. Okay. Das ist ein Programm, es gibt schon ein paar Bücher, wo das Krabbeln beschrieben wird. Mhm. Und da geistert in der Fitnesswelt immer so der Satz rum, wer 10 Minuten am Stück krabbeln kann, als erstes großes Ziel, der muss sich um seine Fitness kaum noch Sorgen machen. Aber 10 Minuten ist schon sehr anspruchsvoll. Die meisten halten nicht mal 1 bis 3 Minuten am Stück aus. 5 Minuten ist schon sehr gut und 10 Minuten ist schon ordentlich. Und da schreibe ich dann halt, wie man es in 6 Wochen dann hinkriegen kann, dass man 10 Minuten am Stück krabbelt. Das ist interessant. Also für alle, die es jetzt interessiert, geh mal auf tilsukop.de. Dort gibt es auch einen Newsletter. Wenn du dich da einträgst, gehe ich mal von aus, Till, dann wirst du es auch über deinen Newsletter Bescheid sagen, ne, wenn das Buch rauskommt. Auf jeden Fall, das Buch ist ja nicht für mich. Ich weiß ja, wie das Programm aussieht. Ich möchte damit vielen Leuten helfen. Deswegen, da wird man auf jeden Fall drüber informiert werden. Prima. Die Shownotes, beziehungsweise die Links findest du auch, wie gehabt, immer in den Shownotes. Das sage ich am Ende nochmal, wie du da hinkommst. Prima. Ich würde ganz gerne nochmal eine Frage reinnehmen hier aus Facebook. Ja, gern. Und zwar auch so ein Klassiker. Was ist jetzt effektiver? Auf der einen Seite Ganzkörper-Workouts mit Pausentagen, fragt Niki hier, was ist effektiver, Ganzkörper-Workouts mit Pausentagen oder verschiedene Muskelgruppen an aufeinander folgenden Tagen zu trainieren. Und ich würde es jetzt nochmal genereller formulieren,
Split versus Ganzkörper-Workout. Wann macht das eine Sinn, wann macht das andere Sinn? Gibt es da eine Präferenz? Wie siehst du das, Till? Wenn ich nicht in einem Tanga-Höschen auf der Bühne für meinen Körper beklatscht werden möchte, wie es beim Bodybuilding der Fall ist, was absolut legitim ist, dann würde ich sagen, ein Ganzkörpertraining reicht bei den allermeisten Menschen aus und ist vorzuziehen. Professionelles Bodybuilding oder wenn man richtig Wettkämpfe macht, das sind Menschen, die haben das Ziel, da wirklich erfolgreich zu sein und die trainieren sowieso öfters und die müssen teilweise einzelne Muskelpartien gezielt rausarbeiten. Aber für die allermeisten Menschen ist es effektiver, 3 Ganzkörpertrainings in der Woche durchzuführen im Kraftbereich. Und wenn man jetzt schon jahrelang Erfahrung hat mit schweren Hanteln oder Gewichten, also im Krafttraining, wenn man schon mehrere Jahre das macht, dann kann es vereinzelt auch von Vorteil sein, wenn man es dauerhaft oder für gewisse Zeitblöcke, wenn man einen Oberkörper-Unterkörper-Split macht, also 2-mal die Woche Oberkörper, 2-mal die Woche Unterkörper oder die eine Woche 2-mal Oberkörper, 1-mal Unterkörper und in der nächsten Woche dann 2-mal Unterkörper, 1-mal Oberkörper. Ich würde es aber nicht auf Muskelpartien begrenzen, sondern eher wirklich Bewegungsmuster trainieren. Also drücken, ziehen für den Oberkörper, drücken, ziehen für den Unterkörper und dann sind wir schon recht gut bedient und haben den ganzen Körper mit drin. Was ist bei denen, die jetzt häufiger trainieren als 3-mal die Woche? Die vielleicht auch auf 2 aufeinanderfolgenden Tagen trainieren? Was würdest du denen empfehlen? Ich würde nur 3-mal in der Woche ein Krafttraining machen, also 2 bis 3-mal in der Woche ein intensives Krafttraining und 2 bis 3-mal in der Woche ein Kraftausdauertraining, also in Form, ja, heutzutage heißt es Metabolic Conditioning, das heißt, man macht eigentlich Übungen, die schon eine gewisse Kraftkomponente drin haben, aber die dann mit mittlerer Intensität, also Kettlebell-Schwünge, Seile, Seilwellen machen, Sprints gehören dazu, schwere Schlitten ziehen oder schieben, Wippen, manche hauen ganz gerne mit einem Vorschlaghammer auf den Reifen drauf, weil sie keine Axt von Holz haben, dass sie spalten müssen, so eine Art von Übung. Aber auch Krabbel gehört mit dazu. Also das würde ich an 2 bis 3 Tagen machen und 2 bis 3-mal Krafttraining. Damit ist man sehr, sehr gut bedient und hat den Körper auch abwechslungsreich trainiert. Manche, die nur die Kraft trainieren, die können am Anfang sehr gut zum Beispiel Muskeln aufbauen, Körperfett vor allen Dingen abbauen. Das ist sehr wichtig, damit man die Muskeln sieht. Und irgendwann erreicht man ein Plateau und dann würde ich, also wer das eine mehr macht als das andere, dann würde ich mal eine Zeit lang wechseln. Das heißt, dann würde ich zum Beispiel mehr Kettlebell-Schwünge machen oder Kettlebell-Sandsäcke oder Langhanteln umsetzen. Andersherum, andere, die steigen auf den Zug auf, jetzt nur noch hohe Wiederholungszahlen mit mittlerer Intensität von der Übungsdurchführung zu gehen und dann halt über das Herz-Kreislauf-System den Stoffwechsel sich zu erschöpfen. Wenn die ein Plateau erreichen, dann sollten die lieber mal einen Block machen, wo man mehr Muskelaufbau oder kraftmäßig dann trainiert. Am besten am Anfang beides mixen und dann hat man eigentlich den ganzen Körper rundum gut versorgt und hat das Beste aus beiden. Gut. Till, du bist ja auch sowohl natürlich in deinen Trainings, in deiner Fitnessbox unterwegs, aber auch online. Viele sehen ja jetzt Online-Fitnessangebote eher kritisch, weil, und das ist auch aus meiner Sicht berechtigt, das direkte Feedback natürlich fehlt im Training, wie zum Beispiel, wenn du dir einen Personal Trainer nimmst, der dich im Training begleitet. Wie stehst du jetzt generell zum Online-Fitness-Training? Für wen ist es geeignet, für wen weniger? Online-Training ist eine Alternative, wenn man keinen Trainer, keinen guten Trainer vor Ort hat oder den sich im Moment nicht leisten kann oder möchte. Natürlich ist immer die persönliche Betreuung das Beste. Man kann individuelle Fehler erkennen, korrigieren und hat in der Regel schnellere Ergebnisse. Wenn man sich das nicht leisten kann oder nicht die Möglichkeit hat, dann ist online besser als gar nichts. Da gibt es mittlerweile schon Angebote mit recht guten Anleitungen. Teilweise gibt es noch Foren oder Online-Support, wo man Fragen stellen kann. Man braucht aber in der Regel schon eine gute Koordination und ein gutes Körpergefühl, damit man die Übung auch entsprechend nachmachen kann. Ansonsten wird ja häufig mit vielen Wiederholungszahlen auch gearbeitet. Dann kann man sich auch da überlasten. Deswegen vielleicht sollte wenigstens einmal ein Trainer über die grundlegende Technik schauen. Oder man hat halt wirklich so viel Körpergefühl oder filmt sich vielleicht mal mit seinem Handy oder mit einer Digitalkamera und guckt, ob die Vorlagen, die man in der Regel so kriegt oder in den Videos, ob man selber so ähnlich zumindest aussieht. Das wäre ein Hinweis, dass man da auf die richtige Technik achtet. Ansonsten ist das eine ganz gute Alternative, kann natürlich keinen Trainer ersetzen. Du bist ja jetzt schon ein bisschen länger unterwegs, auch als Fitnesscoach, als Ausbilder. Ich finde immer interessant, gerade im Fitnessbereich, aber auch in der Ernährung,
ändern sich halt, also es gibt immer so Trendwellen, wie auch in der Mode, habe ich manchmal das Gefühl. Mhm. Bestimmte Dinge sind hip auf einmal, ne? Das Next Big Thing, alle machen das und sagen hier Wahnsinnsergebnisse. Und ein paar Jahre später ist wieder weg vom Fenster und kommt was Neues auf. Du hast bestimmt schon viele solcher Trends kommen und gehen sehen. Und was mich jetzt mal interessiert ist, was sich so in den letzten 10 bis 15 Jahren, gibt es Punkte, die sich aus deiner Sicht grundlegend geändert haben? Und andersrum, was gilt heute genauso wie gestern? Womit man, also ich fange mal an, was genauso wie gestern gilt. Wenn man sich anguckt, wie die starken Männer bis 1960 etwa trainiert haben. Da gibt es alte Zeitschriften, Magazine, im Internet kann man dann nachgucken, Seiten. Wenn man so trainiert, das hat sich eigentlich nicht verändert. Das sind die klassischen Grundübungen, das klassische Grundtraining, das hat funktioniert im 1960 rum, also in den 60er Jahren, da kamen dann die Dopingmittel, die anabolen Steroide und so, die kamen auf den Markt und da hat sich vieles verändert. Also die klassischen Grundübungen, das, was ich vorhin genannt hatte, auf Sandsäcke anheben, mit Steinen, mit Baumstämmen arbeiten, so wie es Rocky Balboa gemacht hat. Das hat sich nicht geändert, das wird sich nie ändern, das hat schon immer funktioniert. Was sich geändert hat, ist, dass im Ernährungsbereich, dass man endlich davon abgekommen ist und festgestellt hat, wie gesundheitsschädlich es ist, sich fettarm zu ernähren. Das Ganze dreht sich eher dahin um, dass man die Kohlenhydrate oder beziehungsweise Getreideprodukte eher reduziert. Der Körper, es gibt essentielle Fettsäuren und essentielle Aminosäuren, aber es gibt keine essentiellen Kohlenhydrate. Und da gibt es viele Studien. Also das hat sich schon geändert, ist immer noch in einigen Köpfen drin, aber die fettarme Ernährung, die hat eigentlich ausgedient. Das hat sich geändert im Bereich der Körperfettreduktion. Da gab es vor 15 Jahren eigentlich gar keinen großen Bedarf, also gar keine Wissenschaft, die dahinter steckte. Mittlerweile ist ein Wissenschaftszweig entstanden, der sich angeschaut hat, wie muss denn ein Training aussehen, damit man besser Körperfett reduzieren kann. Früher haben sich die Leute im Alltag mehr bewegt, die haben noch mehr selber gekocht und haben sicherlich auch noch ein bisschen mehr Sport gemacht. Die Welt war noch nicht so technisiert, man hat sich mehr bewegt und dann hat es gereicht, wenn man Badminton spielt, Tennis spielt oder mal vielleicht eine Runde laufen geht und konnte dann Körperfett reduzieren. Jetzt hat man entdeckt in den letzten 10, 15 Jahren, dass es spezielle Trainingsmethoden gibt, die das Ziel Körperfettreduktion halt viel schneller erreichen. Und der Bereich des Functional Trainings, der hat sich auch immer mehr bemerkbar gemacht. Das heißt, man geht immer mehr weg von isolierten, gelenkisolierenden Bewegungen, wo man in irgendein Gerät eingeschnallt wird, den Körper nicht groß stabilisieren muss und dann nur beugt und streckt, sondern dass man jetzt den Körper im Ganzen möglichst entstehen in funktionellen Bewegungsmustern, nicht nur einzelne Muskelgruppen trainiert. Das ist im Kommen und wird auch noch viel größer werden. Du hast ja vor einiger Zeit auch mal so ein Online-Seminar rausgegeben, Eisen macht stark, mit der Eisenklinik zusammen. Da muss ich gerade dran denken, passt nochmal die Frage, Maschinen oder freie Gewichte, wird ja auch häufig gesagt, ne? Ja. Würdest du jetzt sagen, per se, okay, bloß keine Maschinen, nur freie Gewichte, oder gibt es auch Situationen, wo du Maschinen vorziehen würdest? In der Rehabilitation und im wirklich leistungsorientierten Bodybuilding, da können Maschinen gezielt eingesetzt werden, wenn es darum geht, einzelne Muskeln isoliert aufzutrainieren. Ansonsten sehe ich in Maschinen eigentlich keinen Vorteil, damit zu trainieren. Also ich bin immer froh, wenn ich, also ich persönlich habe Schwierigkeiten, in Fitnessstudios zu trainieren, weil mir da die ganzen Geräte im Weg rumstehen. Deswegen bin ich dann, aber da wird auch immer mehr geändert, sodass der Freihandel, dass es Freiflächen gibt und der Freihandelbereich auch genutzt werden kann. Aber ich würde ganz klar freie Gewichte vorziehen. Ich habe immer wieder Menschen, die haben jahrelang an Geräten trainiert, teilweise, wo sie komplett eingespannt wurden und ich brauche bei denen am längsten, um denen überhaupt beizubringen, wie sie sich selbstständig sicher grundlegend bewegen, auch ohne Gewicht. Also wenn die nur ein Gewicht anheben, bevor sie es berühren, muss ich schon sagen, stopp, weil sie sich verletzen könnten. Also die Bewegungsfähigkeit, da wir den ganzen Tag sitzen oder liegen, lässt ganz stark nach. Das ist auch ein wichtiger Grund bei den Geräten. Sitzt und liegt man schon wieder und das grundlegende Bewegungsvermögen, das Körpergefühl, das lässt deutlich nach. Und wenn ich ein Gerät bediene, heißt es nicht, dass ich vielleicht zu Hause auf der Terrasse einen Blumenkübel verschieben kann, ohne mir den Rücken zu verletzen, weil die Leute nicht mehr lernen, richtig den Rumpf und den Körper zu stabilisieren. Ach so, ein Trend, den hatte ich noch vergessen, der ist natürlich in den letzten 10 Jahren hat sich auch vermehrt geändert, dass die strombezogenen Trainingsmethoden natürlich auch auf dem Vormarsch sind für die Menschen, die ganz wenig Zeit einsetzen wollen und sich möglichst gar nicht so viel bewegen wollen. Das sind dann die
ganzen Vibrationsplatten und Elektromyostimulationsgeräte, wo man dann Elektroden bekommt und so den Körper trainiert. Damit kann man auch kräftig werden und das geht recht schnell, aber das hat sich natürlich auch grundlegend verändert. Früher war das undenkbar, dass man sich auf eine Platte stellt und da ein paar Übungen im Stehen macht, die unter einem vibriert oder bei denen man sich nasse Elektroden auf den Körper klebt und dann gezielt die Muskeln anspannt. Hat aber auch alles seine Berechtigung, insofern, je nachdem, was der Einzelne möchte oder welche Zielsetzungen hat, kann man das auch gut anwenden. Für wen würdest du dieses EMS-Training empfehlen? Einsteiger eher oder auch Fortgeschrittene? Das würde ich, also es wird ja teilweise auch im Leistungssport eingesetzt. Ich habe mich damit ehrlich gesagt noch nicht so viel befasst. Ich würde es eher im Reha-Bereich machen. Ansonsten würde ich sehen, dass die Menschen, die ich trainiere oder betreue, die den ganzen Tag nur sitzen, dass sie sich möglichst viel in alle Richtungen bewegen. Und da ist das Training eher statisch, also macht schon langsam ein paar Bewegungen an Ort und Stelle. Aber ich bin immer mehr ein Freund, das ist meine persönliche Meinung davon, wenn die Menschen sich so bewegen, wie es die Natur vorgesehen hat. Und wir sind Jahrtausende lang ohne Geräte oder Elektrostimulation ausgekommen. Und man kann auch wunderbar ohne trainieren. Aber es hat sicherlich, man kann regenerativ damit arbeiten, man kann in der Rehabilitation arbeiten, im Leistungssport einige Muskelgruppen gezielt auftrainieren. Für Otto-Normalverbraucher halte ich es nicht für notwendig. Jetzt werden wahrscheinlich einige schreien, wenn es jemandem Spaß macht, dann nur zu. Jede Form von Bewegung ist besser als keine und damit kann man auch gute Ergebnisse erzielen. Ich würde gerne noch mal eine Frage hier aus der Community reinnehmen. Und zwar, welche Ausrüstungen sind deiner Meinung nach notwendig für ein Home Gym? Wie würdest du jetzt jemanden, der sagt, hey, jetzt habe ich Geburtstag oder jetzt gerade Weihnachten und ich kaufe mir jetzt mal was für zu Hause, dass ich zu Hause trainieren kann. Was würdest du empfehlen? Das hängt ja vom Preisbudget ab. Wenn man kein großes Budget hat, dann würde ich mir ein Buch kaufen, bei dem man Übungen hat oder eine DVD, auf der man gezeigt bekommt oder in dem Buch, wo man nachlesen kann, wie man mit dem eigenen Körpergewicht trainieren kann. Da braucht man gar keine Geräte. Ansonsten, was ganz gut ist, ist eine Klimmzugstange. Da gibt es welche, die kann man schon oben in den Türrahmen einhängen. Die muss man gar nicht festschrauben. Das gibt es, glaube ich, so ab 25, 30 Euro rum. Eine Kettlebell ist sehr gut, bei Frauen 8 bis 12 Kilo, bei Männern so um die 16 Kilo herum. Damit kann man schon wahnsinnig viel machen. Ein Schlingentrainer oder Turnringe, je nachdem, was man haben möchte. Den Schlingentrainer, den kann man ein bisschen besser oben eventuell in die Tür reinhängen. Oder man schraubt sich einfach einen Haken an die Wand oder an die Decke. Oder Turnringe, also Schlingentrainer oder Turnringe. Aber damit ist man auch schon hervorragend bedient. Also mehr braucht man eigentlich nicht. Also das eigene Körpergewicht, eine Kettlebell, vielleicht ein Schlingentrainer und ja, wenn man möchte, noch ein Springseil, dann kann man auch recht viel machen, aber dann, mehr ist es eigentlich nicht. Also man kommt relativ günstig zurecht und die Sachen halten ewig. Prima. Ja, und in Summe, ich würde mal sagen, selbst wenn sich jemand jetzt alles kauft, was du genannt hast, 100 Euro, also viel mehr ist es nicht. Mhm. Ja, die Schlingentrainer sind ein bisschen teurer. Ja, stimmt. Aber somit, ich sage jetzt mal, mit 200 Euro kann man schon zurechtkommen. Das ist jetzt ja auch nicht so viel verglichen mit einer Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Ja. Und die Sachen kann man theoretisch auch überall hin mitnehmen, also auch in Urlaub. Ich hatte auch schon Kettlebells mit dabei, also das geht. Ja, ich habe einen TRX-Schlingentrainer, den nehme ich immer mit, wenn ich unterwegs bin. Ja. Da kann ich alles trainieren. Super. Eine gute Alternative zur Kettlebell, wenn man jetzt zum Beispiel Parkettboden hat oder Laminat oder Fliesen und hat Angst um seinen Boden, man kann eine Matte drunter legen. Ansonsten wäre eine Alternative, dass man sich so ein Sandbag kauft, so eine mit Sand gefüllte Tasche. Die ist noch vielseitiger in der Anwendung. Die kann man auch für den Urlaub entladen und dann, also kann man mit Sand rausfüllen und dann zu Hause im Urlaubsort kann man dann zum Beispiel Kies oder Sand dann reinfüllen. Das wäre auch eine Variante. Prima. Ich würde ganz gern, Till, noch mal kurz auf dich zu sprechen kommen. Gibt es in deiner Karriere oder in deiner Laufbahn bisher so ein, zwei besondere Erfolge, die dir jetzt einfallen und die du mit uns teilen möchtest? Was wäre das, was dir da einfällt? In meiner Karriere, da habe ich jetzt nichts, was ich groß erwähnenswert finde, außer vielleicht, dass ich mich freue, dass eigentlich aus meiner Sicht mein größter Erfolg, dass ich schon recht vielen Leuten dabei helfen konnte, fitter, gesünder, beweglicher, schmerzfreier zu werden. Das ist eigentlich meine Motivation, das treibt mich an. Aber die anderen Sachen finde ich jetzt persönlich nicht so erwähnenswert. Gibt es vielleicht anders gefragt Dinge, wenn du jetzt zurückreisen würdest? Vielleicht wieder so an den Punkt, wo du gerade Abi gemacht hast oder so. Das war zumindest bei mir so ein Punkt, wo ich dann überlegt habe, okay, wie geht's jetzt weiter?
die du anders machen würdest? Also ich habe lange Zeit gesagt, ich würde genau das Gleiche machen, bin ich mir gar nicht sicher, weil ich hätte ja einen ganz anderen Weg eingeschlagen, wahrscheinlich, wenn ich nicht den Weg gegangen bin, den ich jetzt hätte, dann wüsste ich nicht, wo ich jetzt gelandet wäre. Den Studiengang, den ich gemacht habe, den gibt es nicht mehr, weil es jetzt den Bachelor und Master gibt, nicht mehr Diplom. Wahrscheinlich hätte ich wieder das Gleiche gemacht, mich nur viel schneller im Bereich des Functional Trainings fortgebildet und mir dann wahrscheinlich noch schneller einen Coach gesucht, der mich betreut bei meiner Laufbahn, und ich hätte mich wahrscheinlich noch mehr auf eine bestimmte Zielgruppe fokussiert. Am Anfang wollte ich immer allen helfen. Das klappt immer ganz gut, aber man kann nicht in jedem Bereich der Experte sein. Dann würde ich mich wahrscheinlich, oder hätte ich mich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr eingeschränkt. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden und bereue gar nichts von dem, was ich gemacht habe. Es hat mich alles genau an den Punkt gebracht, an dem ich jetzt bin. Insofern fand ich alles prima. Ja, schöne Antwort. Ich sehe das ähnlich. Ich bin ja ein Quereinsteiger. Und hätte ich den Weg nicht gewählt, den ich gewählt habe, dann wäre ich auch nicht da, wo ich jetzt bin. Mich interessiert nochmal die Frage, ein optimaler Tag bei dir. Also wenn du sagst, das wäre jetzt für mich der perfekte Tag, wo ich im Optimalmodus arbeite. Wie strukturierst du da deinen Tag? Wie strukturierst du vielleicht auch deine Wochen, um ja auch selbst fit zu bleiben? Weil du bist ja auch jemand, der das praktiziert, was er lehrt. Und wie bringst du das in Einklang mit, ja, mit deinem Beruf natürlich, mit deinem vielseitigen Beruf, aber du hast ja auch eine Familie, hast auch Kinder. Wie bringst du das alles unter einen Hut? Das würde mich mal interessieren. Es ist schwierig, den Beruf und die Freizeit alles natürlich und das Privatleben unter einen Hut zu bekommen. Und so ganz ausgeglichen schaffe ich es nicht. Ich weiß nicht, ob das jemand schafft. Je nachdem, wo man gerade Priorität im Leben setzt, ist das Leben mehr oder weniger unausgeglichen. Das heißt, wenn beruflich viel anliegt, dann muss man entweder, muss die Familie drunter leiden, oder wenn man das nicht möchte, dann muss das eigene Privatleben drunter leiden. Das heißt, dass man seine Hobbys, seine Freizeitaktivitäten zurückschraubt oder dass man entsprechend auch weniger schläft. So mache ich das eigentlich lieber. Teilweise muss die Familie auch ein bisschen zurückstecken, wenn ich gerade am Wochenende arbeite. Dafür versuche ich dann aber, dass ich unter der Woche dann zum Beispiel einen freien Tag nehme. So den typischen Tag bei mir gibt's eigentlich nicht. Ich versuche früh aufzustehen, das wäre dann der optimale Tag. Und dann die ersten 1-2 Stunden in Ruhe zu arbeiten, wo keine E-Mails, keine Telefonanrufe reinkommen. Dann in Ruhe frühstücken, im Tagesverlauf dann die Sachen, die im Alltag anfallen, dass ich die dann erledige. Dann muss ich natürlich schauen, dass ich noch ein eigenes Training unterbringe oder zumindest eine Bewegungseinheit, was ich nicht jeden Tag schaffe, aber ich arbeite dran, und dann den Abend mehr oder weniger ruhig ausklingen lassen, wenn ich nicht gerade abends Training gebe, was auch öfters der Fall ist. Den klassischen Tagesablauf habe ich eigentlich gar nicht. Und wenn du zum Training gehst, du hast sicherlich auch Tage, wo du dich halt erst noch motivieren darfst, dann auch wirklich loszulegen. Wie machst du das? Wie trittst du dir selbst in den Hintern, um halt beim Training erstmal zum Training zu gehen und dann aber auch quasi das für dich Mögliche an dem Tag rauszuholen? Mein bester Trick ist, dass ich einen Termin mit einem Trainingspartner habe. Der ist da und dann kann ich nicht kneifen. Das klappt für mich am allerbesten. Ansonsten muss ich mir wirklich einen Termin in den Terminkalender eintragen. Sonst kann es sein, dass ich am Schreibtisch versacke. Sei denn, dass der Rücken zwickt oder zwackt, was bei mir zum Glück extrem selten vorkommt. Ich weiß gar nicht, wann ich das zuletzt hatte. Das heißt, bei mir funktioniert es wirklich nur mit Termin. Und dann muss ich es entsprechend machen. Aber ich habe den Luxus, dass ich mein Büro und meinen eigenen Trainingssaal habe. Ich muss eigentlich nur die Treppe runtergehen, aber selbst da brauche ich teilweise einen Termin. Ansonsten bin ich so in der Arbeit versunken, dass ich da gar nicht mehr dran denke. Oder zu Hause sage ich, heute stand der Termin, heute ist das und das dran, also muss ich es machen. Oder ich denke dann an mein Ziel, wenn ich auf irgendwas hinarbeite, dann sage ich, es hilft nichts. Die Zeit vergeht sowieso, also kann ich jetzt auch schnell trainieren. Und viele, die suchen so viele Ausreden, und in der Zeit, wo man die ganzen Ausreden sucht und versucht, vor sich selbst zu rechtfertigen, warum man gerade heute nicht trainieren sollte, in der Zeit ist dann teilweise das halbe, wenn nicht gar schon das ganze Training in der Regel beendet. Und wenn es mal gar nicht geklappt hat oder irgendwas schief lief oder die Termine quer liefen, dann erkenne ich das an und dann mache ich halt einfach am nächsten Tag weiter. Also so schlimm ist es auch nicht, wenn ich da meinen Tag verschiebe. Aber es ist wirklich bei mir mit Termin oder mit Trainingspartner, das funktioniert am besten. Das für mich auch wahnsinnig gut, ja. So, wir kommen ein bisschen ans Ende der Zeit. Ich würde ganz gerne am Ende nochmal, spannende Frage ist für mich immer, du kommst in eine Bar, Till, was bestellst du? Ich komme in eine Bar? Ja. Ich komme eigentlich gar nicht in eine Bar.
Wenn ich in ein Restaurant gehe oder was trinke, dann bestelle ich in der Regel ein stilles Wasser. Und wenn ich mal Alkohol trinken will, dann bestelle ich Cocktails. Aber das ist so selten, da reicht eine Hand locker, um die Anzahl im Jahr, an denen ich Cocktails trinke, abzuzählen. Das sind Favoriten. Da habe ich glaube, Aquarium, nee, heißt der. Swimming Pool, glaube ich, heißt der. Swimmingpool. Also eigentlich sind es eher süßere Sachen. So klare Favoriten habe ich nicht, mag der eher was Süßeres. Die Frage war aber auf Getränke bezogen oder habe ich da Ja, falsch ja. geantwortet? Perfekt. Ich will noch mal kurz mit dir über das Thema Bücher sprechen. Also so formuliert mal, welche Bücher verschenkst du am häufigsten an andere? Vielleicht so zwei, drei Stück oder auch meinetwegen, welches sind so zwei, drei Bücher, die dich ja sehr beeindrucken oder die du einfach sagst, das sind so zwei, drei Top-Bücher, die ich auch gerne weiterempfehle. Wenn ich Bücher verschenke, dann bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ich nicht weiß, wie der andere drauf reagiert. Am liebsten verschenke ich Witzebücher. Wenn man Leuten ein Lachen schenken kann, das ist immer mit am besten. Also wo dann irgendwelche lustige Geschichten oder Cartoons drin sind. Ansonsten habe ich das Buch The Secret von Rhonda Byrne schon mal verschenkt oder Der träumende Delfin heißt es, glaube ich. Und Bücher, die ich sonst empfehlen kann, im Fitnessbereich ist das Buch Original Strength, ist ein hervorragendes Buch, sehr minimalistisch. Und meistens lese ich mehr Bücher, die für den Kopf eigentlich gut sind, sprich, die den ganzen Mentalbereich mit abdecken. Und da ist eins meiner Lieblingsbücher, The New Psycho-Cybernetics, das von Maxwell Maltz. Das gab es mal auf Deutsch. Das heißt, Erfolg kommt nicht von ungefähr, ist aber vergriffen und die wenigen Exemplare, die es gibt, die sind sehr, sehr teuer. Gibt es auch als Hörbuch für welche, die nicht so gerne lesen. Das ist sehr gut. The Magic of Thinking Big. The Magic of Thinking Big von David Schwarz ist sehr, sehr gut. Und The Magic of Believing von Claude Bristol heißt er, glaube ich. Das ist auch ein sehr interessantes Buch. Das war unter anderem auch die Oder Arnold Schwarzenegger sagt, dass das unter anderem mitverantwortlich für seinen Erfolg war. The magic of the leading. The Magic of Believing. Ah, believing. Believing, das Glauben, der Glaube. Damit ist dann weniger der christliche Glaube gemeint, wobei der sicherlich auch sehr hilfreich sein kann. Aber in dem Fall heißt es The Magic of Believing. Das Super. gibt es übrigens auch auf Deutsch, fällt mir gerade ein. Suche ich raus. Ich schreibe das nochmal in die Shownotes rein. Das heißt, erfolgreich. Und dann The Magic of Believing, so wie jeder Mensch trägst du auch die Kraft in dir, alle Ziele zu erreichen. Jetzt hast du ja auch selbst ein paar Bücher rausgebracht. Also für mich eins der besten deutschsprachigen Kettlebell-Bücher ist von dir. Oh, danke. Ist auch dieses Jahr 2014 erst rausgekommen. Ganz neu, auch wärmste Empfehlung. Und du hast auch dazu DVDs rausgebracht, beziehungsweise eine Kettlebell-DVD, Kettlebell-Training. Und ich meine, du bringst auch eine neue DVD dazu raus, ne? Genau, ich habe eine DVD rausgebracht, die ist, glaube ich, 2 Stunden lang, da wo man sehr detailliert alles Mögliche, erstmal die Grundlagen, Sicherheitsregeln, viele Techniken erlernt und dann sind da auch 13 Trainingsprogramme drauf. Die sind allerdings nicht zum Mitmachen, sondern die werden erklärt, also nicht ich mache vor und man macht nach. Die läuft eigentlich ganz gut, die heißt Einstieg ins Kettlebell-Training und jetzt kommt hoffentlich Ende des Jahres 2014 noch eine neue heraus, wo wir das Ganze nochmal leicht überarbeitet haben. Da sind, glaube ich, weniger Übungen drauf und 3 Trainingsprogramme, also 3 Workouts. Die sind dann aber zum Mitmachen, also wenn man sowas möchte. Und letztendlich sind die beide sehr gut. Die eine ist ein bisschen kürzer, die andere ist ein bisschen länger. Beim einen kann man die Programme mitmachen, aber die zu Ende des Jahres dann noch rauskommen. Das würde man auch über mein Newsletter erfahren, beziehungsweise die kriegt man dann auch über die gängigen Portale, wo man sonst DVDs kaufen kann. Es wird im Riva Verlag erscheinen. Also ich kann das nur empfehlen. Ich habe bei dir meine Kettlebell-Trainerausbildung gemacht, Till. Mir hat das wahnsinnig viel gebracht, die Techniken nochmal richtig sauber zu lernen, weil du das anhand von Beispielen, die jeder nachvollziehen kann, so gut erklärst, dass die Technik relativ schnell sitzt. Das freut Und mich. ich denke, das wird auch über die DVDs sehr gut vermittelt. Also insofern jeder, der jetzt vielleicht sogar eine Kettlebell zu Hause stehen hat und sagt, okay, ich will vielleicht nochmal den einen oder anderen, die ein oder andere Übung dazulernen oder
meine Technik verbessern. Große Empfehlung, einerseits das Buch von Till Suchop und die DVDs dazu. Verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Ich würde jetzt mit Blick auf die Uhr sagen, Till, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und vielleicht zum Ende nochmal, ja, gibt es noch irgendwas, was du noch unseren Hörern mitteilen möchtest, was noch nicht gesagt ist? Also, wenn man sich für das Thema minimalistisches Training interessiert, ich habe ja, wie gesagt, meinen Blog, den hast du erwähnt, tillsucker.de, da gibt es viele Informationen, Videos, auch zu verschiedenen Themen geordnet in den Kategorien, da kann man sich umschauen. Und ja, wenn es eigentlich darum geht, fit zu werden, einer der wichtigsten Punkte oder fit zu bleiben oder auch nackt gut aussehen, der wichtigste Punkt ist, dass im Kopf alles stimmt. Das heißt, nackt gut aussehen ist eigentlich kein 8- oder 16-Wochen-Projekt oder 12-Wochen-Projekt, sondern das ist eine grundlegende Lebenseinstellung. Macht das nicht mal eben so und dann fällt man wieder zurück, sondern das Erste, was sich ändern muss, ist das Denken. Und wenn das nicht stimmt, dann kann man noch so gut trainieren oder sich noch so gut ernähren. Man kommt entweder gar nicht voran oder nur extrem langsam. Und deswegen auch die Bücher, die ich genannt habe, die können das schon gut weiterhelfen. Ein bekannter Psychologe, der Robert Betz, der hat auch einige Audios und Bücher auf dem Markt. Der macht in seinen Seminaren zum Beispiel die Handspiegelübung, dass er den Leuten einen Handspiegel in die Hand gibt und sagt, schaut da mal 10 oder 15 Minuten lang rein und spürt mal in euch hinein, was es in euch denkt. Finde ich faszinierend, die Übung. Die meisten Menschen brechen nach 1 bis 3 Minuten ab, weil sie den Anblick nicht ertragen können. Die Steigerung wäre natürlich, dass man das zu Hause macht, vor einem Ganzkörperspiegel, am besten nackt, von vorne und von der Seite und guckt, was es in einem denkt. Und das, was es dann in einem denkt, das ist unser Unterbewusstsein und das spricht den ganzen Tag so über uns. Und wenn man ein Bewusstsein dafür entwickelt, wie man mit sich umgeht, wie man über sich denkt und mit sich redet, dann weiß man vielleicht, warum man so gute Erfolge hat oder auch noch nicht so gute Erfolge. Also da würde ich an dem Denken arbeiten und da gibt es viele gute Bücher im Bereich der Selbstverwirklichung, Persönlichkeitsentwicklung. Wie gesagt, ein paar hatte ich genannt. Es gibt noch viel, viel mehr und dann hat man echt das ganze Paket. Also das Denken muss stimmen, die Ernährung und das Training. Und dann kann man eigentlich nur noch erfolgreich sein. Tolles Schlusswort, Till. Unterschreibe ich zu 100%. Vielen Dank. Sehr gerne. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast@marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de/podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.